Im neuen Assassin's Creed geht es diesmal ins mittelalterliche England, wo Sachsen und eingefallene Dänen um die Vorherrschaft kämpfen. Mittendrin der Wikingerkrieger Eivor. Wir haben ihn auf seiner Reise begleitet und verraten im Test, wie gut Assassin's Creed Valhalla geworden ist. Doch nicht im grünen England, sondern im eisigen Nordeuropa beginnt die Saga des norwegischen Kriegers Eivor. Man erfährt Details zu dessen persönlicher Geschichte, lernt Clan und Anführer kennen und darf am Ende der ersten größeren Schlacht schon einen Boss aufs Kreuz legen. Danach wird schnell klar, der norwegische Fjord ist zu klein für die Ambition von Eivor und seinem Bruder Sigurd. Gemeinsam segeln sie also nach England, jenem Inselreich, das Dänen und andere nordische Stämme im ausgehenden 9. Jahrhundert mit Krieg überzogen. Wie schon in Odyssey könnt ihr mit einem männlichen oder einer weiblichen Eivor zocken. Das Spielerlebnis bleibt prinzipiell identisch. Wie groß Assassin's Creed Valhalla ist? Sehr groß. Die Weite der erkundbaren Landmasse von Valhalla übertrifft sogar die von Odyssey. Und mit all seinen Quests, Geheimnissen und Beschäftigungen ist Valhalla auch inhaltlich ein riesiges Spiel, dabei fühlt es sich aber nicht so überfrachtet an wie Odyssey. Ja, es gibt viele Abteien, Dörfer, verfallene Türme, römische Ruinen oder Höhlen, aber nicht mehr diese Unzahl an feindlichen Lagern, deren Eroberung sich irgendwann nur noch nach Arbeit anfühlte. Tatsächlich ist es Ubisoft gelungen, den Spieler beim Umherreiten neugierig zu machen, ein Gefühl, das man zuletzt in Zelda Breath of the Wild in ähnlicher Form hatte. Oft reitet man so durchs Land, sieht einen interessant anmutenden Ort, nähert sich und steigt ab. Dann schaut man per Odin-Sicht, ob die Stelle auch noch Schätze bereithält. Ist dies der Fall, geht ein simples, aber befriedigendes Suchspiel los. Wo ist der geheime Zugang? Wo ist der Typ, der den Schlüssel zur Tür hat? Andernorts ist es einfach nur schön, über grüne Hügel zu reiten oder offenen Auges durch die belebten Straßen der Siedlungen zu schlendern. Alle Story-Quests und reichlich optionalen Kram mit eingerechnet, werdet ihr vermutlich keine 150 Stunden mit diesem Titel verbringen. Ihr werdet aber nach 30 bis 40 Stunden noch lange nicht alles gesehen haben. In England ist es Eivors Aufgabe, Bündnispartner für den Clan zu finden und zugleich das eigene Wikingerdorf auf Vordermann zu bringen. Die großen Story-Missionen führen euch in verschiedene Landesteile, wo ihr Allianzen schmiedet. Steht ihr einem dänischen Clanchef bei der Rückeroberung seiner Stadt zur Seite, hat ihn Eivor für künftige Aufgaben als Verbündeten gewonnen. Gleichzeitig solltet ihr aber die tägliche Arbeit eines Wikingers nicht außer Acht lassen. Brandschatzen und plündern. Indem ihr per Drachenboot die Flüsse abfahrt und benachbarte Klöster überfallt, besorgt Eivor die für den Ausbau der eigenen Siedlung nötigen Ressourcen. Und dann gibt es noch die optionalen Nebengeschichten, auf die Eivor immer mal wieder stößt. Ubisoft hat darauf verzichtet, sie als Nebenquests im Menü aufzuführen und mit dickem Marker auf der Karte zu verzeichnen. Man trifft an den unterschiedlichsten Orten auf Personen, deren Icon über dem Kopf anzeigt, dass hier eure Hilfe gefragt ist. Dabei ist der große Anteil alberner oder gar absurder Mini-Wünsche überraschend. Einem Pärchen zum Beispiel muss man die Bude zertrümmern und anzünden, damit sie in Stimmung kommen, weil sie sich einst immer inmitten von Schlachtengetümmel geliebt hatten. Später trifft man einen Krieger mit Axt in der Stirn, der einen fragt, ob der Kratzer an seinem Kopf schlimm aussehe. Weniger humorvoll, vielfach sogar überraschend blutig inszeniert Valhalla seine Kämpfe und davon gibt es reichlich. Je nach gewählter Waffe, von schwerer Zweihandaxt bis hin zu flinkem Messer oder Speer, traktiert man seine Feinde mit langsamen und schnellen Attacken via Schultertasten. Weil vor allem Ausweichen und schwere Angriffe die knappe Ausdauerleiste rasch leeren, umweht die Auseinandersetzungen einen Hauch von Souls-like. Unterm Strich vermitteln die Kämpfe ein ordentliches Maß an Wucht, ohne jedoch als für sich allein betrachtetes Spielelement zu brillieren. Ein ganzer Schwung Zusatzfähigkeiten belebt den Kämpferalltag. Da wären zum einen die Spezialfähigkeiten, die Eivor als Belohnungen in gut versteckten oder bewachten Orten erhält. Die legt man auf die vier Action-Tasten und aktiviert sie per Schultertaste plus jeweiligen Knopf. Andere Kampfboni erwirbt man dauerhaft über Eivors riesigen Fertigkeitenbaum. Eivor wird durch gewonnene Stärkepunkte nicht nur kontinuierlich kräftiger, sondern erwirbt auch besondere Fähigkeiten, kann dann zum Beispiel aus toten Feinden Sprengfallen basteln oder auf niedergeworfene Gegner stampfen. Was man noch zum Kämpfen braucht? Klar, Waffen! Jede Menge Waffen. An diesen Leitspruch hielt sich Odyssey, aber nicht Valhalla. Man findet oder bekommt neue Klingen nicht nur recht selten, ihre Einbindung ins Spiel ist obendrein ziemlich spartanisch. Beim Händler kann man nicht mal die Werte einer Waffe vor dem Kauf einsehen und das Upgrade beim örtlichen Schmied ist auch ziemlich unsexy. Zwar kann man seine Lieblingswaffen mit gefundenen Materialien und ein paar Runensteinen pimpen, ein den Spielspaß steigerndes Element sieht aber anders aus. Neben dem Bogen kommt auch die beliebte Armklinge in Valhalla wieder reichlich zum Einsatz.
Eivor stealth-killt aus dem Gras oder stürzt sich von oben auf unachtsame Wachen. Auch hier gilt wie bei den offenen Kämpfen, auf normalem Schwierigkeitsgrad ist Valhalla ein einfaches Spiel. Die Wachen sind tendenziell dumm, nicht sonderlich aufmerksam und vergesslich. Das kann schon mal langweilen und dafür sorgen, dass man sich wenig Mühe gibt. Andererseits passt es auch zu einem über 80 Stunden langen Open-World-Abenteuer, dass nicht jeder Schleichansatz 10 Mal probiert werden muss. Wie genau der Orden der Assassinen, schließlich spielt Valhalla im Mittelalter, diesmal eingebunden ist, wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Eivor hat aber wieder mehr von Altair oder Ezio als Hauptfiguren vor ihm. Natürlich gibt es in Valhalla die traditionellen Türme und Aussichtspunkte, die überall verteilt sind. Nach einer Kraxeleinlage wird man mit dem gewohnten Kameraschwenk belohnt und kann per Todessprung den Abstieg verkürzen. Darüber hinaus findet man verfluchte Orte, die gereinigt werden wollen, legendäre Bestien, römische Mysterien und besondere Quests oder Features, die vom Ausbau eurer Siedlung abhängig sind. Layla Hassan ist auch in Assassin's Creed Valhalla am Start. Die Abschnitte in der realen Welt sind selten und langweilig. Cooler sind da die Animus-Anomalitäten im Mittelalter. Berührt Eivor ein flirrendes blaues Zeichen in der Luft, friert das Geschehen ein und Layla darf für einige Minuten eine nett inszenierte Sprungpassage absolvieren. Generell ist die Geschichte von Eivor interessant und weniger schön gefärbt, als man es vielleicht erwartet hätte. Die Krieger gehen nicht zimperlich vor, Gefangene werden auch nach dem Geständnis getötet und feindliche Siedlungen als Racheaktion niedergebrannt. Das schafft eine gewisse persönliche Distanz zwischen Eivor und dem Spieler, bildet die Realität aber vermutlich eher ab als eine klassisch ehrenhafte Heldengeschichte. Man könnte auch sagen, die Spielwelt von Assassin's Creed Valhalla ist ein bisschen mehr Witcher oder Game of Thrones, als es für die Ubisoft-Reihe typisch ist. In der rauen englischen Vertonung kommt das noch deutlicher rüber, die ebenfalls gute deutsche Synchro lässt vor allem Eivor etwas sympathischer klingen. Gott im Himmel, du kämpfst, als hätte der Teufel dein Brot gestohlen. Du teilst aber auch ordentlich aus. In grafischer Hinsicht ist das Spiel beeindruckend. Landschaft und Städte sehen schon ziemlich geil aus. Das fängt bei den gemauerten Fassaden und überwucherten Tempeln an und hört bei nebligen Wäldern oder dem grandiosen Kontrast zwischen Grashügeln und Himmel noch nicht auf. Das heißt aber nicht, dass das Spiel technisch fehlerfrei ist. Da laufen schon mal Figuren durcheinander durch, da sehen Haare hässlich aus oder ploppen die Gras- und Buschdetails unangenehm deutlich ins Bild. Noch ein paar Worte zu den Versionen. Auf der Xbox Series X gibt es ein paar Ruckler in den Zwischensequenzen, ansonsten 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Die Xbox Series S schafft die hohe Bildrate zwar nicht offiziell, wir empfanden das Spielerlebnis in 4K aber sehr flüssig. Auch auf der PS4 Pro waren wir mit der Performance rundum zufrieden. Die Ladezeiten, zum Beispiel nach Toden oder bei Schnellreisen, können ihr schon mal nerven. Gleiches gilt übrigens auf der alten Xbox One X. Auf Series S und Series X gehört das der Vergangenheit an. In unter 10 Sekunden reist man zu jedem Ort auf der Karte. Auf der Xbox One X hatten wir immer wieder Probleme mit Tearing. Die PS5-Fassung stand uns zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung. Die PC-Version von Valhalla stellt hohe Anforderungen an die Hardware, vor allem wenn man ohne Kompromisse und in 4K spielen möchte. Diesmal wirkt die PC-Version besser optimiert als bei Odyssey und Origins.